Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, vor der Schwarmsacker Kamera nach dem Auftaktspiel BCA Oberhausen gegen den TSV Neuss ist der Trainer vom TSV Neuss, Stefan Schmid. Stefan, herzlich willkommen. Auftakt 0:2 hier beim BCA Oberhausen. Was sagst du zu der Leistung deiner Mannschaft? Wir haben auf unserem Zettel eine Chance, zweite Halbzeit, eine Chance. Zu wenig für den letztjährigen Meister der Bezirksliga? Ja, natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis. Meiner Meinung nach völlig verdient. Oberhausen 2-0 gewonnen, auch in der Höhe, sage ich mal, mit den zwei Tore besser gewesen. Im Großen und Ganzen können wir natürlich spielerisch nicht zufrieden sein. Wir haben uns fast keine Chancen erspielt. Das war uns klar, dass es heute eine schwierige Aufgabe wird. Aber trotzdem war ich von der spielerischen Leistung meiner Mannschaft enttäuscht. Dass wir eigentlich blöd 1-0 in den Rückstand gegangen sind, ist klar. Weil der erstens war es ein indiskutabler Rückpass, ja, wo wir dann eigentlich einen blöden Einwurf daraus gekriegt haben und aus dem Einwurf dann das 1-0 kriegen. Das kann nicht sein, da müssen wir einfach in der Mitte enger dran stehen. Aber man hat einfach gesehen, dass zum Beispiel die zwei Stürmer von Oberhausen natürlich schon für die Klasse sehr, sehr stark sind. Aber im Großen und Ganzen müssen wir trotzdem spielerisch uns wesentlich steigern. Sonst wird das, dass wir oben mitspielen, ja, natürlich nichts mehr heuer. Stefan, der letztjährige Meister der Bezirksliga, ich habe es angesprochen. Ein bisschen verwunderlich von uns, wenn man sieht, dass ihr so wenig bestimmend im Spiel seid, so wenig klare Torchancen. Woran liegt das? Was hat diese Mannschaft mit der letztjährigen Mannschaft noch zu tun? Ja, ihr wisst es ja selber, das hat man ja in der Presse entnehmen können. Wir haben jetzt in den 6 Wochen Vorbereitung einiges erlebt. Ja, dass die Mannschaft momentan im Kopf vielleicht nicht ganz frei ist, ist auch klar. Aber wir dürfen jetzt die 6 Wochen, was wir jetzt hinter uns haben, müssen wir jetzt einfach mal vergessen machen. Müssen einfach weiter nach vorne schauen. Und dass die Mannschaft Qualität hat, wir sind zwar im Kader kleiner geworden, ja, aber die Mannschaft hat genügend Qualität, zumindest oben mitzuspielen. Ob es ganz nach oben reichen wird, muss man schauen. Wobei, nach der Leistung heute, muss man ganz ehrlich sagen, mit der Leistung haben wir oben nichts verloren. Stefan Schmid vor der Schwarmsacker Kamera. Nächstes Spiel wünschen wir euch mehr Erfolg. Stefan, danke, dass du dich den Fragen gestellt hast und gutes Spiel nächste Woche. Ich sage auch danke. Danke. So, Daniele Miccoli, Torwart vom TSV Neuss. 0:2 Auftakt verloren hier beim BCA Oberhausen. Das 0-1 aus deiner Sicht, Standardsituation, langer Einwurf. Ja. Der Ciric macht es dann, glaube ich, mit dem Kopf. Ja. Wie hast du die Szene gesehen? Ja, ging ja los schon da mit dem Rückpass auf mich. War halt ein bisschen zu kurz. Dann konnte ich es nochmal anders klären. Dann haben wir ihn halt zum Einwurf klärt. Und dann darf das niemals passieren, dass wir über einen langen Einwurf ein direktes Tor bekommen. Das darf einfach nicht passieren. Das war einfach blöd. Ich habe es mit dem Stefan schon besprochen, mit dem Schmidt Stefan, dem Trainer. Ihr seid der letztjährige Meister der Bezirksliga, ja. Kleiner Umbruch natürlich jetzt. Verwunderlich ein bisschen die geringe Chancenausbeute auf eurer Seite. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, dass uns war das von Anfang an bewusst, dass das ein schwieriges Spiel wird. Sind eigentlich die ersten 10 Viertelstunden haben wir schon ein bisschen gebraucht. Dann waren wir eigentlich relativ gut im Spiel. Klar, jetzt Torchancen haben wir jetzt nicht viele gehabt, aber war ein bisschen was drin, haben wir uns ein bisschen was erhofft. Pünktlich vielleicht, ja. Aber dann war einfach das schnelle Tor und dann war es vorbei. Daniele, du siehst ja das Spiel vor dir. Was müsst ihr ändern diese Woche, um dann das erste Heimspiel nächste Woche erfolgreich zu gestalten? Ja, ich denke mal, unser Spielaufbau von hinten raus muss einfach ein bisschen schneller werden. Und sonst, ja, einfach ein bisschen mehr aufs Tor schießen. Gut, fürs nächste Spiel wünschen wir euch mehr Erfolg. Daniele, danke fürs Interview. Dankeschön. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke.